Die Wahlen in Brandenburg stehen unmittelbar bevor und die Spannung könnte nicht größer sein. Ja, Leute, die AfD hat sich als klare Spitzenkraft positionieren lassen und könnte tatsächlich in einigen dieser Bundesländer die Verantwortung der Regierung in dem jeweiligen Bundesland übernehmen. Ja, Leute, doch genau in diesem entscheidenden Moment, ja, scheint eine orchestrierte Kampagne der linken Medien wieder mal auf Hochtouren zu gehen. Gezielte Angriffe, Falschdarstellungen und plötzliche Skandale tauchen, wie ihr wisst, wieder mal in den Schlagzeilen der Medien auf. Ja, und das kurz vor den Landtagswahlen in Brandenburg. Was ein Zufall, Leute. Ja, es scheint wirklich fast so, als würden die Medien wieder mal versuchen, unter dem letzten Drücker den Wahlsieg der AfD zu verhindern. Und da kann ich nur eins sagen, wir dürfen das nicht zulassen und wir dürfen uns von den Medien auch nicht irritieren lassen. Ja, Leute. Ich möchte mich in diesem Video auf jeden Fall als Jugendlicher repräsentieren, damit ihr auch hier seht und sehen könnt, dass die Jugend hier aufwacht. Ja, Leute, die ganzen linkslastigen Medien haben wirklich alles, und das habt ihr gesehen, wirklich alles daran gesetzt, um wirklich eine Flut von negativen Berichten der AfD zu verbreiten. Also wirklich schon von vermeintlichen Skandalen bis hin wirklich schon zu Übertreibungen, also wirklich absoluten Übertreibungen einzelner Aussagen der AfD-Kandidaten. Also, nichts blieb wirklich unversucht, um den Ruf der AfD zu beschädigen. Und wie wir es kennen, passiert dies immer wieder kurz, ja, also in der Woche, kurz vor den Wahlen. Exakt in der Woche vor den Wahlen. Also, was ein Zufall, kann ich dazu nur sagen. Ja, also wirklich ein Schelm, wer darin an Absicht denkt. Ja, und es ist wirklich kaum zu übersehen, dass die ganzen plötzlichen Enthüllungen und reißerischen Artikel, ja, wirklich ein Versuch sind, die Wähler zu manipulieren und zu verunsichern und natürlich vom eigentlichen politischen Kurs der AfD abzulenken. Also ich kann dazu wirklich nur eins sagen, es ist wirklich reiner Zufall gewesen, dass jetzt alles von den Medien gegen die AfD kommt und das kurz vor dem Wahlsieg. Also Leute, das ist natürlich absolute Ironie. Ein Paradebeispiel für die ganze, ja, Medienstrategie ist die plötzliche Aufregung um einen AfD-Kandidaten, der angeblich eine radikale Aussage getätigt haben soll. Dazu kann ich nur eins sagen, also wenn ich schon die Begriffe radikal sehe, dann weiß ich schon, dass etwas nicht stimmt. Was heißt radikal? Meine Definition, radikal kommt ja von dem Wort Radix, heißt so viel wie Wurzel, also an den, man geht an die Wurzeln, also ein Mensch geht an die Wurzeln, also das ist meine Definition zum Thema radikal jetzt so. Aber jetzt zurück zum Thema, also ohne jegliche Überprüfung, Worte der wie soll man sagen, Skandalen, ja, Skandal, wenn ich das auch schon höre, ja, von allen großen Medienhäusern verbreitet, um dann schön und still zurückzurudern, als sich der Vorwurf als haltlos herausgestellt hatte. Ja, Leute, der Schaden war jedoch wirklich längst angerichtet. Die Medien und die Schlagzeilen hatten ihre große Wirkung und der AfD-Kandidat, es tut mir wirklich für ihn selber höchstpersönlich auch leid, ja, musste sich verteidigen, anstatt einfach seine Botschaften zu äußern und zu verbreiten. Also ironischerweise war dies nur einer von diesen Fällen, in dem, ja, wie soll man sagen, die AfD kurz vor den Wahlen Opfer von solchen Enthüllungen wird. Oh Leute, ich kann das nicht mehr hören. Ich möchte natürlich auf eine Sache jetzt eingehen. Da stand so viel wie, die AfD wird auf jeden Fall Migranten abschieben, illegale Migranten, die hier gut integriert sind. Wirklich. Ich kann euch die Medienquelle hier mal ganz kurz einblenden. Also, wie wir hier sehen können, das ist doch der absolute Skandal. Also, die Medien beschreiben so etwas wie, wir wollen unsere, ja, Migranten, unsere Guten, die auch die illegalen Migranten, auf jeden Fall in unserem Land beibehalten, weil sie sich gut integriert haben in den Schulen, in den Volkshochschulen etc. Leute, ich kann das nicht mal sehen. Und Leute, jetzt blende ich euch hier auf jeden Fall mal von einem AfD-Politiker, von Dr. Bernd Baumann, einen Clip ein, in dem die ganzen angeblichen, ja, guten Migranten, die sich so gut integriert haben, in Hamburg aufstehen und den Kalifan ausrufen. Ist das eine Integration? Ist das eine Integration? Ich blende euch hier den Clip ein. Entscheidet selber und schreibt es mir dann in die Kommentare. Ist das eine gute Integration der Migranten in Deutschland zum Beispiel? Vereine die Menschen in einem Kalifat, auf dass sie nach Frieden und Gerechtigkeit im Nahen Osten und der islamischen Welt einkehren. Und wer in den letzten Tagen auf jeden Fall in den ganzen Talkshows aktiv war, ich weiß nicht, Maybrit Illner, Meichberger oder was weiß ich,
Am Sonntag gab es auch eine Folge, ich weiß jetzt nicht, wie die heißt. Auf jeden Fall habe ich mir die auch angeschaut. Der weiß, was diese ganzen Talkshows für ein zentrales Thema haben, und zwar die vermeintliche Gefahr der AfD. Ja, Leute, auch Experten, die eingeladen wurden, sind stets ja, auf derselben Linie gerichtet und vertreten auch dieselbe Linie und dominieren auch die Gespräche. Also wirklich kaum jemand, der sich für die AfD ausspricht, kommt zu Wort. Und wenn doch, dann wird er systematisch unterbrochen und diskreditiert. Also ich finde es nur noch skandalös. Leute, sollte man endlich aufhören. Also, wie ihr sehen könnt, scheinen die Medien nicht nur an ihren eigenen Geschichten zu arbeiten und sie zu verbreiten, sondern sorgen auch ordentlich dafür, dass die AfD in der öffentlichen Wahrnehmung schlecht abschneidet. Ja, also man könnte fast meinen, dass diese Form der Debatte eher ein Tribunal als faire Meinungsaustauschung gleicht. Ja, das muss ich hier an der Stelle wirklich mal betonen. Bestes Beispiel, ich habe mir letztens Beispiel ein Interview mit einem angeblichen Journalisten, also meiner Meinung nach ist das ein purer Aktivist, wie er alles weiter gesagt hat, und gute Anspielung von mir. Ja, jetzt kommen wir zum ganzen Interview, ich blende euch den gleich mal ein. Leute, Frage an euch, ist das ein Journalist oder ein purer Aktivist? Was meint ihr? Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare, nachdem ihr jetzt gleich meinen geschnipsten Clip angesehen habt. Ja, also schaut euch das mal an. Ist dieser Interviewgeber ein Journalist? Also rechtsextreme Tendenzen sind ja eindeutig zu sehen in der AfD. Und das ist mit ein Grund, warum andere Parteien nicht mit ihnen koalieren wollen. Und ich frage Sie, ob Sie eine Strategie haben, dem entgegenzuwirken. Also ich frage mich gerade, ob das, was Sie hier betreiben an Framing, ob das noch Journalismus ist oder purer Aktivismus. Bin mal auf jeden Fall gespannt, was ihr zu dem Interview meint. Und wie gesagt, schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr meint, wer dieser Interviewgeber, sag ich mal, ist. Ist ein Aktivist. Das ist wirklich ein linker Aktivist. Leute, mehr kann man dazu auf jeden Fall nicht sagen. Und Leute, ich wollte noch ein was ansprechen, was mir auch so in den letzten Monaten, sag ich mal, aufgefallen ist, ist einfach ein weiterer interessanter Aspekt in der Art und Weise, wie die Medien auf jeden Fall die AfD-Wähler als fehlgeleitete und verblendete darstellen. Also immer wieder wird den Menschen hier in diesem Land suggeriert, dass diejenigen, die AfD wählen, nicht aus rationalen Gründen handeln, sondern aus rechter Propaganda geprägt sind. Wisst ihr, was ich meine? Also diese Haltung, die mit einer gewissen Arroganz von der linken Medien verbreitet wird, stärkt wirklich das Gefühl der Bürger, dass man hier seine Meinung hier in diesem Land nicht mehr frei äußern kann. Ja, denn diese ganzen Kartellparteien und verbündeten Medien versuchen wirklich jede Meinung, die nicht deren Ansichten entspricht, zu diskreditieren. Also ich hoffe, ihr seht's. Also schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Es sind nicht nur AfD-Wähler. Ja, es reicht schon aus, dass du was gegen diese Regierung sagst, dann wirst du direkt als Nazi schon abgestempelt gefühlt. Wisst ihr, also jetzt nicht direkt als Nazi, aber als Verschwörer oder was weiß ich, als AfD-Anhänger, als Putin-Versteher, als Klimaleugner. Also Leute, das ist wirklich die heutige Realität. Mit diesem Sinne würde ich sagen, dann beende ich auch hier das Video. Wenn euch das Video gefallen hat, Leute, würde ich mich über einen fetten Daumen nach oben freuen oder abonniert den Kanal. Hey, wir haben hier kostenloses Abo eingeblendet und die Glocke abonnieren, sage ich schon. Ja, schreibt mir eure Meinung wie immer in die Kommentare zu dem ganzen Video, zu den ganzen einzelnen Aussagen der Medien oder was weiß ich, zu dem Interviewgeber, wie ich ja schon vorhin erwähnt habe. Ansonsten würde ich sagen, checkt auf jeden Fall meine Social-Media-Plattform ab, also Instagram, TikTok und mein Discord-Server, alles in der Videobeschreibung zu finden. Checkt auf jeden Fall meinen zweiten Kanal ab. Ich habe wieder Sprachfehler, ich muss mal Bubble besuchen. Nee, checkt auf jeden Fall meinen zweiten Kanal ab, da kommen so Livestream- und Vlog-Videos, darf auf jeden Fall auch nicht fehlen. Ansonsten würde ich sagen, jetzt kommen fast täglich Videos. Ja, ich bin mal gespannt, wie die Brandenburg-Wahlen ablaufen. Ich halte euch im Laufenden und wir gehen auf jeden Fall auf alle Einzelheiten ein, ob es jetzt die Medien sind oder die Lobbyisten oder was weiß ich, die da hinter der ganzen Macht stecken. Denn in Wirklichkeit sind diejenigen, die diese Politik betreiben und diejenigen, die also die Medienquellen nicht wahre Medienquellen, sondern von irgendwas geführt. Also deswegen habe ich gerade den Begriff Lobbyismus angesprochen.
unerwähnt. Aber wie gesagt, mehr dazu kommt dann noch in anderen Videos. Ich werde auf jeden Fall detailliert auf die ganzen Ereignisse eingehen. Das war's mit dem Video. Jetzt kommen fast täglich Videos. Euer Gameblog. Bis zum nächsten Video. Das war's. Ciao.